So, hallo und willkommen zurück. Ja, am Anfang hatten wir das Problem mit dem großen Capital Vessel. Und das wollen wir jetzt wegholen, das AI-Schiff. Da vor uns ist es. Also, wir hatten es ja flugunfähig geschossen, die Base zerstört und jetzt holen wir uns den Rest von dem Ding. Oh, es hat eine Kollision. War jetzt am Suchen, wo das Mistding ist, aber hier ist es ja. Moment, wenn es eine Kollision hat, müsste ich ja rein theoretisch. Lö. Hey Leute. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier auf Gegendruck stoße. Aber. Da gehe ich mal kein Risiko ein. Kann ich einen Kern machen? Oh, ich kann einen Kern machen. Ich versuche das. Oder wir versuchen das. Ich muss das Schiff dazu natürlich anmachen. P1. Ey, wie geil. Ich kann mal drunter ja krallen. So, hab. Okay. Tor zu. Okay, öffnen kann man. Ey, die Dinger kann man ja richtig looten. Wie geil ist denn das? Ja, mal mega. Na, komm jetzt. Ja, schwere Rüstung und so. Pommes frites. Hier kann man nicht drauf zugreifen. Lol, einfach mal in den Hangar. Ja gut, das kann natürlich auch ein Singleplayer-bedingter Fehler sein, weil ich ja das Spiel immer wieder unterbreche. Hier nicht nonstop das Spiel. Oh, geil. Jo, schon haben wir Stamina verbraucht. Waffen. Ey, ich will alles. Och, wie viele Waffenkisten hat denn der Teil? Okay. Oh, auch schön aufgebaut, die Generatoren, aber. Okay. Ah, so ein Block. Die neuen Patch Notes für die Alpha 7 gesehen mit den neuen Textstrukturen, mit den neuen Hullstrukturen, soll alles noch besser wirken. Okay, aber wo ist der verdammte Kern? Ich habe mir jetzt in der Brücke vermutet, aber steht da die einfach auf? Bestimmt ist dem den Strom ausgegangen. Mal genau hingucken. Oh, da ist noch eine Tür. Das sieht auch gut aus. Oh, das sieht schon mitgenommen aus. Nochmal Waffenboxen. Oder sind das die gleichen? Ne, sind nicht die gleichen. Ums. Kön, wo bist du? Ding ist echt ohne Strom. Immer echt geil. Das sind die, wo wir schon dran waren. Das Hangar. Hier waren wir auch, aber mal mit einem offenen Auge gucken. Ah, duschen. Büro. Lol, da schreit er mich an.
Okay, hört jetzt uns. P. Okay. Frachtboxen. Warpkern. Was? Warp Food Storage. Ja, da hat aber jemand nicht aufgeräumt. Warp Drive online. Bevor das Schiff wieder verschwindet, ziehe ich mir mal den Warp Drive rein. Ganz klare Sache. Hatten wir ja alles schon, ne? Mal gucken, ob man das fliegen darf. Wenn ich den Captain's Room finde. Wäre immer gern gesehen. Was bist du denn? Automatik Türblöcke. Weg. Weg. Auch. So. Hopp. Ne, hier waren wir. Blip. Lüftung. Kann ich selbst geflogen werden, alles klar. Thema erledigt. Wissen wir Bescheid. Verschwindet das bald wieder. Gas geben. So, ja, mit dem Single. Spielen. Wird sich demnächst noch was ändern, beziehungsweise es wird etwas seltener kommen. Aber keine Sorge, Imperion bleibt erhalten. Und im Moment auch noch im täglichen. Also da lasst euch mal rushen. Upf. Wo ist er? Versuche ich hier rauszufinden. Ja klar, Schwerkraftgenerator. Danke dir. Nehme ich doch gerne. So, mach mal so. Mal so. Kriegen wir was mehr mit. Ich glaube, ich habe da Teil auf Demontieren stehen. Das ist natürlich nicht so schlau. Ein Brot, also. Hat er aber doch aufgenommen. Ja. Ach, der kann den Gegenstand. Ich muss mich erstmal leer machen. Geht nicht anders. Ich finde nur mal wieder den Ausgang nicht. Nein, Brücke, also in die Richtung. Okay, geht doch. Okay, haben wir das Ding auch endlich vom Hintern. Da läuft das, was ich haben will. So. Nur schade, dass die dann immer despawnen. Irgendwann. Triebwerke, her damit. Ja, zerlegen sollte ich es eigentlich mal. RCS. So, nix. Nix. Welche sollte es dann auch dort drüben geben? Jo. Ach, ich bin so ein Ehrlich. Gebrochenes Bein mal erstmal. Ganz geil. Objekt erzeugen. Habe ich überhaupt Energie in der Tasche? Ja, habe ich. So typisch. Hopp. Oh Mann. So. Licht umschalten. Ich sehe einfach nichts. Kriege ich das Ding jetzt runter? Gar nicht, ne? Okay. B. Abschalten. Kleines Raumschiff. V. Junge. Ein Fehl nach dem anderen.
demontieren, bitte. Okay. F2. Ja, den Not wieder anschmeißen. In Fabrik. Ladeproduktion. Perfekt. Oh Mann. War das eigentlich nicht gedacht. In Fabrik. Oh. Echt. Ja, ich hab's Beinchen gebrochen. Hopp. Okay, ich würde sagen, ich mach das hier jetzt offscreen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Für jeden, den es interessiert, was so alles drin war in dem Schiff. Ich bin selber über. Wow. Ups. Ja, wir haben gerade irgend so einen Regen. 54 Spulen durch die Geschütze. Und das. Also es ist schon eine ganze Menge, was hier drin ist. Und wir haben gerade Feuerregen. Weshalb ich mich mal ganz schnell nach innen verdrücke. Gut. Ich habe soweit alles abgebaut. Es schwebt immer noch. Ich denke, das werde ich hinterher wohl per Command entfernen müssen. Gut, was macht man jetzt? Schauen wir mal, dass wir irgendwo eine Base finden, die wir noch auseinandernehmen können. Aber auf dem Planeten ist leider auch schon so gut wie alles erledigt. Könnten wir aber trotzdem mal übers P-Menü ein Medikit reinpfeifen. Mobiler Constructor. Nein. Ach, Kühlschrank. B-Menü. Kühlschrank, genau. Da. Restrumlager, Settlement. Wo könnten wir denn hin? Was haben wir denn hier? Adventure Oxygen Lager. Ich meine zwar, die hätten wir schon, aber gut. Ist das? Jo. Das ist. Entschuldigung. Licht mal umschalten. Ach so, ja, das haben wir eigentlich alles schon. Dann Adventure Oxygen Lager entfernen. Was haben wir denn hier noch? Updown Mine. Da machen wir uns dann jetzt hin, okay. Updown Mine. Yeah, die machen wir jetzt noch. Muss ich doch wieder Night Vision. Immer so dunkel und hässlich auf den Planeten. Das ist ein bisschen nervig. Jetzt hier ein schnelles Vorspulen vorstellen. Okay. Sehr cool. Wir haben ein neues Ziel. Ach, das ist die von Akua. Ja, Wahnsinn. Ja, geil. Mal gucken, wie das mit so einem neuen Equip dann funktioniert. Man da jetzt echt große Klappe haben kann. Oh, ich sollte das mal anlassen. Ich habe was im Kühlschrank. Ja, wie geil ist das dann? Wissen, wo es lang geht, ne? Jupp. Ah, geil. Ja, Kuh ab, don't mind. So verlassene Mine. Yeah. So, da hinten gibt es einen kleinen Durchgang. Kiste leer. Da kommt man nicht so einfach durch. Naja, gut, okay. Einfach so. Müssen wir eben mit C4 noch einstecken. Ja.
Ich weiß aus dem FF leider nicht mehr, wo der Kern ist. Aber ich weiß noch, wie die Base aufgebaut ist. Hopp. War echt kein C4 am Start. Das ist echt... Da. Nee, Olli, guten Morgen. Egal. Zack. Einer. Hoppa. Boom, bang, bang. Auf. Oh, ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Ist mir auch irgendwie neu. Ups, naja. Dass das funktioniert. Mosche. Okay, das war der Durchgang. Genau, hier ging er dann schneller. Boah, diese Albträume sind echte Albträume. So, ja, weiß ich nicht. F5? Das ist was im Weg. Nee, das werde ich hier wohl nicht zünden dürfen. Nein, nein, nein. Also. Acho, Karacho. Kaschnacho. Ach, hier sind wir noch gar nicht unten. Na dann. Richter. Ach nee, komm, ehrlich. Hier, T2-Pistole. So. Sind jetzt in der Nähe des Tors. Der Kern ist nicht mehr allzu weit entfernt. Upsa. Da will ich hin. Eilbox. Nehme ich. Danke. Und noch ein kleines Eckchen. Hier unten sind noch mehr. Die habe ich es gar nicht so abgesehen. Ja, euch sollte man wohl am Kopf treffen. Können die nämlich gar nicht leiden. Albträumchen. Ich höre was mir echt nicht gefällt, dieses Gluckern. Hopp. Okay. Nein. Yeah, wir gehen tiefer. Okay. Mosche. Na, wer ist denn da? Hallöchen. Ein Träumchen von einem Albträumchen. Oh yeah. Echt jetzt? Die drücken mir hier durch die Wand was rein? Irgendeine Krankheit? Diese Sacktierchen, ehrlich. Offene Wunde, selbst dafür habe ich nichts dabei. Doch, da. Da, gegen Giftbiss. Ah ja, okay. So. Schlacht euch alle ab. Bloß in Ruhe. Habt die Mine nur geklaut, ist nicht eure. Die sollte verlassen sein. Raus hier. Fusch, fusch. Kusch, kusch. So, warte mal. Hier war doch irgendwo Kern. Ne, das sind Generatoren. Boah, was hab ich einen Schrecken gekriegt. Alter Finne, ey. Ist da... Boah. Oft genug gelaufen, diese Runde, aber... Das war jetzt ein Schreck, dass die direkt hinter der Tür waren. Eieiei. Hau mir da wieder irgendeinen Mist da rein. Ah, ich bin ja immer auf den Stuhl mit zurückgerutscht, also.
muss den Spawner finden, ganz klar. Okay. Boah. Ja, gegen lebende Ziele ist die Shotty nicht ganz so effektiv. Okay. Aber gegen Strukturen, da ist sie hocheffektiv. Bums. Zack. Okay. Alien-Teile brauchen wir für die Medkits. Zack, zack. Ja, das Geräusch und der Ort kommt mir bekannt vor. Ja, hier sind ganz viele Albträume. Oder auch nicht. Ja, wir sind beim Kern angekommen. Ernsthaft? Ich habe den Weg gefunden. So tierisch instant? Okay. Das war der Hebel. Und der letzte. Und herzlichen Glühstrumpf. Die Updown-Mine gehört jetzt mir. Jetzt werden wir die verlassene Mine wirklich zur Verlassen bringen. So, da. Ah, guck mal, da ist der Melder, der da oben. Das Mistviech aktiviert. Okay. Ja, cool. Ich hab Hunger. Ich hab ja immer was dabei. Solche Fälle sind die Notfallpäckchen einfach unschlagbar. Moje. Du dürftest nicht mehr. Ach, da waren wir doch. Ja klar, hier sind wir reingekommen. Gut, ich würde da mal das Looten anfangen. Beziehungsweise ich bin im Singleplayer. Ich werde einen Chor setzen. Und dann die meisten Kisten von oben looten. Ihr habt das gesehen, die Updown-Mine ist Standard. Wer es nicht gesehen hat, ein paar Episoden zurück, da ist dann Updown-Mine oder sowas. Das war, glaube ich, noch im Stream. Ich sage dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und da schauen wir dann mal, was es dann so gibt. Also, bye bye.